Herzlich willkommen bei der Skitarrenakademie. In dem heutigen Video möchte ich dir gerne zeigen, worauf es beim Bending-Spielen ankommt und welche Technik man anwenden muss, damit es nicht mehr so nach Katzenjammer klingt. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Also schnapp dir gleich deine Gitarre und lass uns zusammen eine Runde üben. Beim Bending ist immer darauf zu achten, dass man zwischen Ziel- und Zielton unterscheidet bzw. das trainiert. Wir wollen einmal den achten Bund auf der B-Seite einen ganzen Ton nach oben ziehen oder benden und darunter gleichzeitig im achten Bund auf der hohen E-Seite spielen, diese aber nicht benden. Das erste, was man machen kann, um dies zu üben, ist erstmal den Ton zu ziehen und zwar einen Ganzton. Wenn man nicht genau weiß, wie der Ganzton klingen soll, gehen wir einfach zwei Bünde höher, das heißt auf der B-Seite im 10. Bund, hören uns diesen Ton an und versuchen ihn danach wieder zu ziehen, bis wir ihn getroffen haben. Um beim Bending einige Probleme zu vermeiden, gibt es verschiedene Techniken. Ich mache es immer so, dass ich mit dem dritten Finger, wenn möglich, bende und davor mit dem zweiten und ersten Finger einen Bund davor mal greife, um zu unterstützen. Das bedeutet, ich habe mehr Kraft und kann ein bisschen genauer dosieren. Zeitgleich kann ich mit dem ersten Finger auf der G-Seite noch ein bisschen draufdrücken, also beziehungsweise drauflegen, damit ich keine Nebengeräusche habe oder zum Beispiel den Ton überziehe. Bei unserer ersten Übung wollen wir also im achten Bund auf der B-Seite und im achten Bund auf der E-Seite spielen und den achten Bund auf der B-Seite den ganzen Ton ziehen. Beide Töne schlagen wir gleichzeitig an und benden. Das sind sogenannte Pedal-Steel-Licks oder Bendings, die sich so anhören wie eine Pedal-Steel-Gitarre im Country. Als nächstes wollen wir dasselbe Bending ausführen, im 10. Bund auf der B-Seite und im 10. Bund auf der E-Seite, wobei wir auch nur hier die B-Seite benden. Danach lassen wir den Ton, wenn wir einmal gezogen haben, auf hier runter. Das nennt man Release Bend. Also einmal hochziehen und wieder absenken. Als nächstes machen wir das gleiche Bending auch im 12. Bund auf der B- und E-Seite und im 15. Bund. Das erfordert ein bisschen Übung, damit es dann später gut klingt. Ich spiele es hier noch einmal kurz vor. Ein Bending in C-Dur, aber die Töne haben C, D, E und G, also eigentlich aus der A-Moll-Pentatonik. Kommen wir zur nächsten Bending-Übung. Wir spielen fast die gleichen Töne und benden auch ähnlich, aber wir spielen das mal die Töne nacheinander. Das heißt, wir ziehen im achten Bund auf der B-Seite den Ton nach oben, lassen ihn wieder runter und spielen dann die hohe E-Seite im achten Bund. Dasselbe machen wir im 10. Bund, im 12. Bund auch, dann im 13. Bund, im 15. Bund und nochmal im 17. Bund. Hier noch einmal zusammen, 8. Bund, 10. 12. 13. 15. und 17. Du kannst die Bending-Übung auch kombinieren, das heißt Bending-Übung 1 und 2 mischen. Einmal gleichzeitig, dann einzeln, wieder gleichzeitig, einzeln, gleichzeitig und einzeln. Kommen wir zu unserer dritten Bending-Übung. Dazu benden wir mit dem dritten Finger im 11. Bund auf der G-Seite, ziehen das Bending ein ganzes nach oben und spielen mit dem vierten Finger Barré auf dem 12. Bund auf der E- und B-Seite und spielen diese nacheinander. Also erst das Bending, Ganzton ziehen und dann danach noch einmal den 11. Bund ein Ganzton ziehen, runterlassen und im 9. Bund spielen. Das heißt, wir spielen auf E-Dur. Wir benutzen immer die Moll-Pentatonik, die da vorliegt, in dem Fall ist das Cis-Moll. Was die Moll-Pentatonik von E-Dur ist und so ist das Bending auch angelegt. Hier noch einmal zusammen, 11. Bund ziehen, 12. Bund E- und B-Seite, dann 11. Bund ziehen, runterlassen und 9. Bund. Thank you.
Bending-Übung Nummer 4. Greifen wir mit dem ersten Finger im siebten Bund auf der B-Seite, ziehen den Ton ein ganz so nach oben und dann spielen wir mit dem dritten Finger im neunten Bund auf der E-Seite. Ziemlich schwer auszuführen, weil auf der B-Seite im siebten Bund braucht man schon ein bisschen mehr Kraft mit dem Zeigefinger und da muss man ja noch mit dem dritten Finger auf der hohen E-Seite im neunten Bund spielen. Danach spielen wir den siebten Bund wieder, aber diesmal mit dem dritten Finger, ziehen ihn ein ganz so nach oben und lassen ihn wieder runter und spielen mit dem ersten Finger im fünften Bund auf der hohen E-Seite. Hier kommt der ganze Takt noch einmal zusammen. Siebter Bund, B-Seite, erster Finger. Danach siebter Bund, dritter Finger. Auch dieses Bending ist in E. Hierzu kann man sich merken, die A-Form von E-Dur bzw. den Barré-Akkord im siebten Bund auf der A-Seite. Wenn man sich die Akkorde merkt, die Shapes und auch die Bending-Position, wie in der A-Form, und die E-Form, sollte man diese Bendings natürlich auch in anderen Tonarten spielen, damit man das später auch anwenden kann. Ich hoffe, im heutigen Video konntest du einiges mitnehmen und einiges lernen. Lass dir ein bisschen Zeit beim Bending üben, das dauert, bis es einigermaßen gut sitzt und auch gut klingt. Also keinen Stress machen und immer am Ball bleiben. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abo und ich wünsche dir nun weiterhin viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.